Du möchtest das Forex Trading lernen, dann bist du in diesem Video genau richtig. Mein Name ist André von Trading für Anfänger und ich zeige dir in diesem Video, was ist Forex Trading, wie funktioniert das Ganze, was sind die Basics, wir gehen die Basics Schritt für Schritt durch, wie du Währungen handeln kannst und ich erkläre dir dahinter den Mechanismus, wie du investierst, wie du kaufst, verkaufst, wir klären, welche Broker kann man nutzen für das Forex Trading und welche Plattformen. Das alles erfährst du in diesem Video. Forex Trading möchte ich dir jetzt einmal kurz erklären, was steckt dahinter, wie funktioniert das Ganze. Stell dir vor, du hast 100 Euro in deinem Portemonnaie, möchtest in den Urlaub fahren in die USA, tausch diese 100 Euro vor deinem Besuch in die USA einfach in US-Dollar an einer Wechselstube, sagen wir, du kriegst 120 US-Dollar für deine 100 Euro, das ist natürlich jetzt gerade ein fiktives Beispiel. Du fährst rüber in die USA, gibst die 120 Euro gar nicht aus, du kommst wieder nach Deutschland und möchtest deine 120 Dollar wieder in die 100 Euro tauschen. Du denkst, okay, du kriegst für deine 120 Dollar jetzt wieder die 100 Euro zurück. Aber wenn du an die Wechselstube gehst, kriegst du auf einmal nur noch 80 Euro für deine 120 Dollar. Was ist da passiert? Ganz einfach, der Euro hat an Wert verloren und der US-Dollar hat an Wert gewonnen. Also an der Börse, an den Forex-Exchange-Märkten wird immer der Wechselkurs gehandelt und dieser fluktuiert. Das heißt, eine Währung kann mehr wert werden, eine Währung kann weniger wert werden und dadurch setzt sich dieser Wechselkurs zusammen, den wir in unseren Charts sehen. Und wir können dann in unseren Charts darauf spekulieren, ob zum Beispiel der Euro mehr wert wird oder auch weniger wert wird im Vergleich zum US-Dollar oder auch anderen Währungen oder zum Beispiel dem Pfund, den japanischen Yen. Es gibt ja zig Währungen. Die größten Währungen sind japanischer Yen, US-Dollar, Euro, australischer Dollar, kanadischer Dollar und auch der Schweizer Franken. Und wir als Trader können diese Währungspaare nutzen, um zu traden. Und ich möchte dir heute einmal in diesem Video genau erklären, wie das funktioniert, Schritt für Schritt. Also der Mechanismus dahinter ist ziemlich simpel. Ja, wir haben die verschiedenen Währungen, die ganze Zeit in den Werten schwanken und wir können dadurch eben Profit machen, indem wir die Währungen tauschen und darauf spekulieren, ja, wird das eine mehr wert, wird das andere wenig wert und dann öffnen wir unsere Position, schließen wieder unsere Position und kriegen den Profit auf unser Konto. Vorab möchte ich sagen, Forex Trading, ja, geht meistens immer mit einem Hebel in Bezug auf die Profite, auf den Verlust, weil wenn du zum Beispiel 100 Euro ja, investierst, jetzt zum Beispiel in das Euro-Währungspaar Euro-US-Dollar und möchtest da traden, dann ja, ist es so, dass du da nur wenige minimale Cents, wenn du noch nicht mal Cents Profite oder Verluste machst, weil diese Währungspaare, die sind ja, sehr, sehr, sehr klein in den Schwankungen, minimale Centbeträge oder halt noch weniger als Centbeträge. Ja, es gibt ungefähr 5 oder 6 Nachkommastellen bei diesen Wechselkursen. Das kommt immer aufs Währungspaar an. Das werden wir gleich am Desk auch sehen, welche ja, Währungspaare es dort gibt. Und deswegen wird beim Forex Trading, Forex Handel, Devisenhandel immer ein Hebel benutzt. Ja, das heißt, du gehst hin, du investierst 100 Euro, kriegst aber mehr Kapital vom Broker zur Verfügung gestellt und hast dann zum Beispiel statt 100 Euro kannst du 100.000 Euro sogar als Positionsgröße traden am Markt, wenn der Hebel jetzt extrem groß wird. Aber das erkläre ich dir auch nochmal direkt am Chart, ja, beziehungsweise in den Trading-Plattformen, wie das Ganze funktioniert. Also wir gehen jetzt einmal an den Desk und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie man Forex handelt, wie das Ganze funktioniert. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier am Trading Desk und ich möchte euch jetzt einmal erklären, wie kann ich Forex überhaupt traden? Wie funktioniert der Forex-Markt? Es gibt da nämlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt sozusagen zwei Märkte und das ist einmal der Spot-Market und einmal der Markt, wo Futures gehandelt werden. Futures, das ist ein Finanzprodukt, das wird direkt an der Börse gehandelt, zum Beispiel an der CME. Ich habe hier gerade mal hier die Webseite offen, CME Group, und hier seht ihr die ganzen Futures-Kontrakte der FX-Märkte. Wenn ihr draufklickt, seht ihr hier Australian Dollar Future, Canadian Dollar Future, Euro Future, und die sind dort handelbar. Dazu braucht ihr allerdings
großes Kapital. Die meisten privaten Trader handeln über den Spotmarkt. Dort könnt ihr schon mit wenigen Euros einsteigen. Bei Futures, meiner Meinung nach, braucht ihr mindestens 10.000, 20.000, um das zu traden, da die Positionsgrößen dort sehr hoch sind. Futures werden hier an der offiziellen Börse gehandelt und dort kann man eben auch auf den Euro spekulieren, US-Dollar spekulieren und so weiter. Der Spot-Market wird bereitgestellt über verschiedene Datenzentren, über Banken, die zusammenarbeiten, Liquiditätsprovider, die zusammenarbeiten. Einer dafür ist zum Beispiel GBE Prime hier. Dieser Liquiditätsprovider arbeitet mit verschiedenen hier Datenzentren zusammen. Das seht ihr hier. London, New York, Tokio. Und dieser Liquiditätsprovider, der stellt sozusagen die Kurse für Forex Broker oder auch für institutionelle Trader. Ein Broker, der hier zum Beispiel angeschlossen ist, ist GBE Brokers. Dort kann man Forex traden. Darauf gehe ich auch nochmal jetzt näher ein, wie man das Ganze macht, wie man sich da ein Konto eröffnet, welche Plattform und so weiter. Ihr müsst nur wissen, es gibt die zwei Märkte, Spot Market und Future Market. Beim Spot Market kann man einen sehr, sehr hohen Hebel nutzen, bei Futures auch. Allerdings ist bei Futures immer der Hebel relativ fest vorgelegt. Beim Spot Market könnt ihr den Hebel variieren. Das kommt auf euren Broker drauf an. Also diese zwei Märkte müsst ihr euch merken. In diesem Video werde ich zu 99% nur auf den Spot Market drauf eingehen, weil es dort ja ziemlich simpel ist und auch nicht so risikoreich ist, Forex zu traden wie beim Future Markt. So, welche Plattformen kann man zum Beispiel nutzen für das Forex Trading? Es gibt hier Broker dafür, extra Forex Broker, die bieten euch den Forex Handel an. Einer ist hier GBE Brokers, wo ich ein Konto habe. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel hier Capital.com. Ich habe hier auch direkt einmal die Plattform aufgerufen. Das ist hier eine webbasierte Plattform. Hier kannst du dir zum Beispiel, die ganzen Forex-Währungspaare hier raussuchen, links hier im Menü, Euro, US-Dollar, Japanese Yen, Pfund, Australian Dollar, hier siehst du die ganzen Australian Dollar Pairs und diese kannst du traden in dieser webbasierten Plattform. Dann habe ich noch gesagt, GBE Broker benutze ich, dort habe ich ein Konto, das Ganze sieht dann so aus, wenn du dir ein Konto dort eröffnet hast. Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Dann bist du hier im Dashboard drinne und hier kannst du sozusagen Geld einzahlen auf deine Konten hier, die du hier siehst. Und dann auch starten mit dem Forex Trading. Du lädst dir die Handelsplattform MetaTrader runter, MetaTrader 4, MetaTrader 5. Ich empfehle es, wer wirklich gut Forex traden möchte, das Ganze ja mit hohem Volumen und professionell machen möchte, empfehle ich die Plattform MetaTrader. Das hat einfach aus meiner Erfahrung besseres Handling als diese webbasierten Plattformen, weil man über den MetaTrader wirklich viel, viel schneller traden kann über den Ein-Klick-Handel als mit einer webbasierten Plattform. Bei MetaTrader seht ihr auch direkt die Ausführung und ja, das ist optimal. Wenn du noch weitere Forex-Broker suchst, kannst du auch meine Website hier besuchen, tradingfuranfänger.de/forex-broker-vergleich. Dort findest du nochmal einen Link. Auch unten in der Beschreibung findest du ja diese ganzen Broker hier, die eben Forex-Trading anbieten. Du siehst hier auch, die bieten unterschiedliche Hebel, zum Beispiel RoboForex ist ein Broker, dort kannst du bis zum 1 zu 2000er Hebel nutzen für das Forex Trading, wenn du das möchtest. Ich finde es übertrieben, so einen hohen Hebel braucht man nicht, aber der Broker bietet es an. Unter der EU-Regulierung habt ihr einen maximalen Hebel von 1 zu 30, hier zum Beispiel bei GBE Brokers, der ist in Deutschland reguliert und da habt ihr einen maximalen Hebel von 1 zu 30. Das reicht vollkommen, bin ich der Meinung. Und ja, ihr könnt damit starten mit dem Forex Trading. So, wie öffne ich das Konto? Ist ziemlich simpel. Man klickt hier zum Beispiel drauf, gibt seine Daten ein und dann ist man direkt auch schon hier im Dashboard, muss natürlich das Konto verifizieren. Ich sehe ja auch gerade, meine Dokumente sind abgelaufen. Der Broker, wenn ihr Forex traden wollt, verlangt von euch eben einen Identitätsnachweis und einen Wohnsitznachweis, damit die KYC gemacht werden kann und ihr auch sicher seid, damit da nichts falsch ist. Und wenn ihr dort Geld einzahlt und auszahlt, fragt der Broker auch manchmal nach einer Verifizierung der
Zahlungsmethode nach. Das ist auch wichtig zu wissen. Checkt das auf jeden Fall. Haltet die Dokumente bereit und wenn ihr das einmal habt, dann seid ihr durch und könnt das problemlos sicher nutzen. So, wenn ihr dann hier seid, ihr könnt natürlich auch ein Demokonto nutzen. Ein Demokonto ist ein Konto mit virtuellem Guthaben. Hier sehen wir das zum Beispiel. Ich bin jetzt hier gerade im Live-Konto. Ich kann hier jetzt auch switchen zum Demo-Account. Und da seht ihr, da sind 1.000 Euro drauf, 1.000 Dollar drauf und das ist ein virtuelles Kontoguthaben. Ja, ihr könnt dann sozusagen Forex traden für umsonst ohne Risiko mit Spielgeld. Das Ganze geht natürlich auch hier im Demokonto. Wenn du hier einfach draufklickst, neues Demokonto erstellen, da kriegst du die Daten, kannst dich anmelden im MetaTrader, machst die 100.000 virtuelles Guthaben drauf und damit kannst du auch starten. Ich empfehle es jedem, ja, da einmal das Ganze zu testen. Eben und ja, einfach mal sich rantasten, ist das Forex Trading was für mich, wie funktioniert das mit der Positionsgröße und so weiter. Also wenn wir das Konto haben, dann braucht man einfach nur noch in die Trading-Plattform reingehen. Wie gesagt, entweder ist es eine webbasierte Plattform oder, wie ich das empfehle, ihr nutzt hier den MetaTrader. Das hier ist jetzt der MetaTrader 5, den ich nutze zum Traden. Er sieht so aus und ja, ich habe hier gerade einen Trade offen, das ist der Australien Dollar gegen den US-Dollar im Tageschart. Ich habe hier einen Forex-Trade offen und habe hier verkauft. Mein Risiko ist hier genau 1.000 US-Dollar. Ich werde das Ganze jetzt auch Break-Even ziehen, weil ich im Gewinn bin. 100 Euro sichere ich mir und ich gehe davon aus, dass der Australien-Dollar im Wert verliert gegen den US-Dollar. Deswegen setze ich hier auf einen fallenden Kurs. Und das ist ganz einfach hier in der Trading-Plattform machbar. Wenn man hier draufklickt auf neue Order, klickt man drauf. Hier kann man dann auf Buy und Sell klicken. Also ich könnte jetzt auch auf Buy klicken und sagen, okay, ich möchte auf einen steigenden australischen Dollar setzen. Der US-Dollar fällt hingegen. Werde ich natürlich jetzt hier nicht machen, weil das ist hier ein Live-Account. Und ja, ich habe hier eine Short-Position offen. Hier seht ihr einmal das Symbol Australian-Dollar. Darunter seht ihr das Volumen. Volumen bedeutet einfach nur, wie viel Australien-Dollar ich gewillt bin zu investieren. Ein Volumen ist immer ein Lot, nennt man das. Volumen, wenn ihr 1 reinschreibt, ist es ein Lot. Und das bedeutet, ich nutze 100.000 Einheiten der Basiswährung. Die Basiswährung ist der Out in diesem Fall, Australien-Dollar. Also wenn ich jetzt hier 1 reinschreibe, dann kaufe ich für 100.000 Australien-Dollar kaufe ich hier mich ein und wette gegen den US-Dollar. Und da könnt ihr euch auch schon das Risiko ausrechnen, denn wir sehen hier rechts, dass die Preisskala hier ganz einfach. Und ja, wenn ich da 100.000 kaufe, dann sehe ich ja auch, ja, okay, wenn der Wechselkurs dann eben hier 100 Punkte steigt, dann habe ich eben dann auch den Verlust. Ihr könnt aber auch ganz einfach einen Positionscalculator nutzen. Das ist völlig kostenlos. Gibt es auch auf der Website von GBE Brokers. Da tippt ihr einfach nur ein. Ich möchte ein Risiko von 100 Euro in meinem Trade haben. Möchte meinen Stop-Loss bei diesem Preis hin machen. Möchte mein Take-Profit dahin machen. Gebt ihr das Ganze ein. Und dann ja, spuckt ihr euch schon genau das Ergebnis aus. Hier zum Beispiel Tools, wenn ihr drauf seid, Position Size, Calculator, dann könnt ihr das hier einfach ausrechnen und wisst genau, wie viel Volumen muss ich hier eingeben, wie viel Risiko habe ich da eben passend zur Kontogröße. Zur Kontogröße, Trading Forex ist, wie gesagt, möglich an wenigen 100 Euro. Ich habe das erwähnt, manche Broker verlangen von euch vielleicht nur 0 Euro Mindestinvestitionssumme. Ihr könnt 1 Euro überweisen und damit starten. Ist das sinnvoll? Ich denke nicht. Manche Broker verlangen 500, manche 1000, aber es ist eher so in dem Range-Bereich von 100 Euro bis 500 Euro. Bei GBE Brokers braucht ihr mindestens 500 Euro, um zu starten. Wenn ihr dort, eures Konto eröffnet, könnt ihr das über meinen Link machen, den findet ihr auch unten in der Beschreibung oder über meine Webseite. Dort bekommt ihr sogar nochmal einen Rabatt auf alle Trading-Kommissionen. Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Was sind die Gebühren im Forex-Trading? Was sind die Gebühren im Forex-Trading, wenn wir hier drauf gehen? Ich stelle das Ganze mal auf Deutsch, Moment. Und jetzt hier gucken unter Konten, dann seht ihr hier verschiedene Kontomodelle. Wenn ihr hier 500 Euro einzahlt,
habt ihr höhere Gebühren, also GBE Brokers möchte euch natürlich dafür ein bisschen verleiten, mehr Geld einzuzahlen, indem sie euch bessere Konditionen geben, wenn ihr halt mit mehr Geld tradet. Ja, das ist auch klar, weil wenn ihr ein höheres Volumen habt, verdient der Broker mehr, er kann euch bessere Konditionen geben und es ist sozusagen eine Win-Win-Situation immer. Dann seht ihr hier also, wir können hier, wir haben hier Spreads mit Kommission, Euro, US-Dollar, C heißt das, ab 0,0 Pips. Pip bedeutet die vorletzte Stelle des Währungspaares. Hier seht ihr das, das ist die vorletzte Stelle, wo gerade meine Maus ist, zum Beispiel gerade 9. Und wenn das jetzt auf 8 umschlägt, dann haben wir 1 Pip minus im Währungspaar. Das nochmal zu wissen, weil immer in der Sprache, Forex-Trading-Sprache, wird immer von Pips und Lots gesprochen. Pip ist immer die vorletzte Stelle, ja, der Währung, des Währungspaares, der Preisskala. Ja, und da seht ihr, wir haben dort unterschiedliche Kontomodelle und zwar ab 0,0 Pips könnt ihr traden, da bekommt ihr die Raw Spreads. Die Raw Spreads sind hier von dem Liquiditätsprovider, ihr seht hier Spread, wird hier aktuell angezeigt, ist komplett 0. Also 0,0001 immer logischerweise, weil wir ein Bid und Ask haben. Ja, und dann seht ihr hier den Spread. Und dieser Spread ist der Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufspreis. Und dieser Spread, der muss eben bezahlt werden, wenn ihr eine Order öffnet und eine Order schließt. Also ihr bekommt immer den nächstbesten Preis ausgeführt und je nach Volumen kann es da eben zu einem Spread kommen. So ist der Forex-Markt. Es ist nicht so wie bei Aktien. Bei Aktien, okay, könnt ihr auch einen Spread bekommen, wenn ihr da wenig Liquidität habt im Markt, aber bei Aktien ist es meistens so, dass ihr da gar kein Spread habt, eben nur diese 0,1 Spread vom Bid und Ask, den Unterschied. Aber bei Forex Trading ist das ein bisschen anders. Dort kann ein Spread sein, je nach Währungspreis ist das unterschiedlich und je nach Kontomodell ist das unterschiedlich, denn der Broker verlangt von euch natürlich eine Gebühr. Ihr könnt nicht kostenlos Forex Trading traden beim Broker, der euch die Infrastruktur stellt, der euch einen Support bietet, der euch den Zugang zu den Märkten bietet. Ihr könnt ja nicht kostenlos traden. Der Broker möchte natürlich auch Geld dafür haben und er finanziert sich durch diese Handelsgebühren. Und da haben wir eben hier unterschiedliche Kontomodelle. Ist unterschiedlich auch von Broker zu Broker. Hier bei Capital.com gibt es zum Beispiel nur ein Kontomodell. Der Broker finanziert sich durch einen zusätzlichen Spread. Und jedes Mal, wenn ihr dort eine Order eröffnet, dann dieser Unterschied zwischen Bid- und Ask-Price, da steckt sich der Broker ein. Und wenn ihr hier bei GBE Brokers aber guckt und dort Spreads mit Kommission tradet, also Euro, US-Dollar, C, dieses Symbol tradet, dann habt ihr keinen zusätzlichen Spread, aber ihr zahlt eine Kommission pro Trade. Und das seht ihr hier, 3 Euro pro Half-Turn. Also ihr habt immer einen Half-Turn. Wenn ich eine Position öffne, ist ein Half-Turn. Wenn ich eine Position schließe, ist ein Half-Turn. Und wenn das abgeschlossen ist, sind immer das Round-Turn. Also ihr habt immer, ihr zahlt dann immer zweimal Kommission. Ihr zahlt auch zweimal den Spread, wenn man öffnet und wenn man schließt. Ihr müsst immer kaufen und verkaufen. Also ihr habt sozusagen eine Kauforder und eine Verkaufsorder. Oder wenn ihr ja anders spekuliert, Verkaufsorder und Kaufsorder. Genau, und da habt ihr eben dann die Kommission, die zusätzlich anfällt. Bei mir bekommt ihr da über meinen Link einen Euro Rabatt insgesamt. Also ihr seid dann hier günstiger, als das hier geschrieben ist auf der Webseite, über meinen Vermittlerlink. Und ja, das ist eine super Sache, um da Gebühren zu sparen. Und ihr bekommt auch einen Abzug bei den Spreads, wenn ihr ein Spread-Konto nutzt. Zum Beispiel hier seht ihr das. Das Spreads ohne Kommission, da wird keine Kommission verlangt, aber ihr habt einen zusätzlichen Spread von 0,7 Pips. Ich empfehle es jedem. Ich habe Rechnungen, Kalkulationen durchgeführt, wenn ihr einen Broker habt. Der Broker bietet euch unterschiedliche Kontomodelle. Einmal mit Kommission, Raw Spreads, hohe Spreads, wie vom Liquiditätsprovider, ohne aufgeschlagenes Spread und ein Spread-Konto. Wählt immer das Konto oder das Symbol, wo ihr mit Kommission tradet. Ich habe es kalkuliert, ihr könnt euch da auch meinen Beitrag zu Forex Trading Gebühren einmal durchlesen. Googelt einfach mal Forex Trading Gebühren, da kommt meine Webseite. Ich habe es kalkuliert. Es ist billiger, immer, man kommt immer billiger raus, wenn man das Raw Spread Konto mit Kommissionen nutzt. Da spart ihr
mindestens 50% an Gebühren, was ich da rausgerechnet hatte, manchmal sogar 70-80%, kommt auf, wie gesagt, auf die Gebühren vom Broker an. Aber so viel könnt ihr da wirklich sparen, wenn ihr das Raw Spread Konto nehmt mit den Raw Spreads vom Liquiditätsprovider plus zusätzlicher Kommission. Und es ist natürlich auch besser für Trading-Strategien, bin ich der Meinung, das Kommissionskonto zu nutzen. Ich weiß gar nicht, wieso meistens Broker noch das Spread-Konto anbieten, aber sehr, sehr viele Trader, ich sage mal 80% der Forex-Trader, nutzen einfach das Konto mit Kommission. Es ist günstiger. Genau, so. Wie öffne ich jetzt einen Forex-Trading-Trade? Ich habe euch ja eben hier schon gezeigt, ich habe hier einen Trade, der läuft offen. Kann euch jetzt gerade nicht die aktuelle Position zeigen, weil dann würde man die ganzen Daten vom Konto und alles Zeug sehen hier. Aber wenn ihr jetzt hier MetaTrader eine Position eröffnen wollt, klickt einfach hier auf neue Order, ihr habt hier den Chart. Ihr könnt hier auch rumswitchen zwischen verschiedenen Charts und dann könnt ihr hier traden, Stop-Loss. Habe ich auch schon ein Video gemacht und mein letztes Video ist zum Stop-Loss. Ist ein Limit, wo die Position automatisch geschlossen wird im Verlust. Also immer ein Stop-Loss nutzen, falls der Trade doch nicht klappt, dass ihr raus seid und euer Risiko raus ist aus dem Markt. Da begrenzt ihr euren Verlust mit. Ich hatte hier meinen Stop-Loss auch hier gesetzt. Der war hier oben. In diesem Trade war ca. 1000 US-Dollar Risiko. Ja, in diesem Trade war mein Stop-Loss. Und diesen Stop-Loss ziehe ich jetzt hier direkt nach, dass ich in der Position gar nichts mehr verlieren kann. Ich kann gar nichts mehr verlieren. Ist super für mich und den könnt ihr halt immer nachziehen. Dann könnt ihr euch noch einen Take-Profit setzen. Zum Beispiel, dass ihr dort ein Limit habt, wo der automatisch im Gewinn schließt. Das geht auch. Also, ihr könnt hier zahlreiche Charts öffnen im MetaTrader. Hier, wenn ihr auf neuen Chart öffnen steht, dann seht ihr hier die ganzen Charts vom Forex Trading, von eurem Forex Broker. Wichtig ist noch, wenn ihr den MetaTrader nutzt, geht hier auf die Marktübersicht und wenn ihr das erste Mal MetaTrader seid, klickt hier unbedingt rechts rein und auf, alle Anzeigen, ist wichtig, damit alle Charts euch angezeigt werden, damit nichts verloren geht. Das nur als Tipp, das Wichtige seht ihr aber auch in meinem MetaTrader Tutorial. So funktioniert das Ganze, ihr könnt das auch den Trade auch einfach schließen. Hier über das Terminal kann ich euch, wie gesagt, gerade nicht zeigen. Wir gehen aber jetzt nochmal in eine andere Plattform, wo ich euch das auch noch zeige. Also das ist Forex Trading. Werde euch gleich auch noch ein paar Strategien an die Hand geben, ein paar Tipps, wie ihr natürlich erfolgreich Forex traden könnt und das lernen könnt. Ich zeige euch jetzt einfach nur nochmal den puren Mechanismus, wie das Ganze funktioniert. Gehen wir rüber in die andere Plattform von capital.com, das ist hier das Demo-Konto, dort kann ich rumspielen, ich kann virtuelles Geld nutzen und jetzt sehen wir hier, was möchte ich jetzt mal traden, ich nutze hier den Euro gegen den US-Dollar, möchte den hier traden, hier ich klicke direkt auf Buy und Sell, hier oben, ich kann mir den Chart hier auch, Moment, das wollte ich hier nicht, ich dachte, ich kann das hier größer machen, aber ich kann das so zum Beispiel hier direkt größer machen. Genau hier war das. Und ich kann hier eben kaufen und verkaufen. Hier klicke ich auf Trade. Ich habe hier gerade jetzt schon, weil ich auf Buy geklickt habe und Sell geklickt habe, habe ich hier schon direkt gekauft. Ich dachte, hier kommt noch eine direkte Meldung. Aber nein, so funktioniert das nicht. Oh, ich habe hier gerade Scheiße gebaut. Also ich nutze diese Plattform hier persönlich nicht so oft. Ich muss das hier kurz canceln. Kleiner Fehler von mir. Ich nutze immer den MetaTrader. Also nochmal von vorne, Ganz simple Sache. Wir wollen jetzt hier das hier, den Euro-US-Dollar traden. Wie gesagt, ihr könnt ihr auch unter Discover, unter andere Märkten nehmen. Trade the Euro-Dollar, das ist der Euro-Dollar. Und ich sage, okay, wir sind im Abwärtstrend. Ich möchte darauf spekulieren, der Euro-Dollar fällt. Okay, der US-Dollar gewinnt an Wert, deswegen hole ich mir jetzt hier den Euro-Dollar. Hier rechts sehen wir nochmal ein paar Infos dazu, Market-Infos. Wir sehen hier auch nochmal die Margin, den Hebel, Overfee Night. Hier sehen wir auch eine weitere Gebühr gibt es noch, die habe ich euch noch nicht gesagt. Long-Position-Overnight-Fee und Short-Position-Overnight-Fee. Also das heißt, es gibt immer Zinsen bei Währung. Wenn ich Geld im US-Dollar anlege, bekomme ich ein bisschen Zinsen. Im Euro bekomme ich keine Zinsen
Und da habt ihr sozusagen eine Zinsdifferenz. Ihr seht es hier. Wenn ihr Short geht, ihr sagt, Euro fällt, US-Dollar gewinnt, ihr bekommt eine positive Gebühr jede Nacht überwiesen aufs Konto. Das sind 0,015%. Normalerweise wären das mehr als die 0,00015%, aber der Broker möchte natürlich auch was verdienen. Das ist auch noch eine Sache, wo der Broker Geld verdient. Dann habt ihr hier noch eine Long Position Overnight Fee, wenn ihr sagt, der Euro steigt, der US-Dollar fällt. Ihr habt sozusagen die Zinsdifferenz. Ihr habt mehr Zinsen im US-Dollar, weniger Zinsen im Euro-Dollar. Diese Zinsdifferenz muss ausgeglichen werden und bezahlt werden. Deswegen haben wir hier diese Swaps Overnight. Lest euch dazu auch meinen Swap-Artikel durch. Forex Trading Swap, was ist das? Könnt ihr auch auf meiner Webseite finden. Und dann seht ihr hier, ihr müsst dann, wenn ihr hier long geht, Euro kauft, müsst ihr pro Tag auch hier 0,049% zahlen. Ist nicht besonders viel, aber wenn ihr jetzt das zum Beispiel ein Jahr lang haltet, die Position, kann das schon ziemlich viel werden oder noch länger. Es kommt auch auf den Broker an. Was nimmt der hier für Fees? Bei Capital.com ist es ziemlich billig. Bei GBE Brokers auch sehr, sehr billig. GBE Brokers overall der günstigste Broker für Forex Trading. Deswegen ist er auch hier ganz oben in meiner Liste drinne. So, ich möchte jetzt den Euro-US-Dollar traden. Das nochmal dazu. Hier seht ihr auch die Handelszeiten. Forex Trading 24 Stunden am Tag. Ich möchte das Ganze traden. Hier kann ich jetzt Sell oder Buy machen. Ja, ich kann hier auf steigenden Euro klicken. Ich kann hier auf fallenden Kurse, Euro klicken. So, Size ist hier 21.000 Euro. Ich möchte aber jetzt zum Beispiel nur 10.000 Euro Position reingeben. Also ich möchte mit 10.000 Euro auf einen fallenden Euro setzen, auf einen steigenden US-Dollar. Und dann seht ihr hier, die Margin ist $350. Ich benötige also 350 Dollar auf meinem Konto, um die 10.000 Euro Positionsgröße zu traden. Da wir eben den Hebel haben, jetzt sind wir 350 mal 30er Hebel, ergibt genau die Positionsgröße von 10.000. Also das ist die Margin. Also ich könnte jetzt hier sogar knapp 40.000, ne Quatsch, 30.000 könnte ich traden, knapp, ja ein bisschen weniger, ihr seht, es wäre über meiner Availability hier oben, knapp 30.000 könnte ich maximal traden. Ist das sinnvoll? Nein, natürlich nicht, weil ihr kriegt direkt einen Margin Call, wenn die Position gegen euch läuft, wenn ihr dann zum Beispiel macht ihr 500 Euro Verlust in dieser Position, weil der Euro eben steigt und ihr wettet auf einen fallenden Euro, dann kriegt ihr Margin Call, weil das diese Margin eben hier nicht gedeckt ist. Also immer darauf schauen, dass ihr ein gutes Risikomanagement habt und dass auch das abgesichert ist. Hier möchte ich jetzt nur 10.000 Euro investieren. Positionsgröße, Margin ist 350, okay. Hier kann ich noch einstellen, Sell Price ist, wenn Price ist, das ist sozusagen eine Limit Order, ihr könnt, oder eine Limit Stop Order, ihr könnt, eine Sell Stop Order, ihr könnt eine Order in den Markt reinlegen und sagen, okay, ich verkaufe automatisch, wenn der Euro gegen den US-Dollar einen bestimmten Preis erreicht. Das geht auch natürlich, das sind sozusagen Limits oder Buy Stops. Und ja, das möchte ich aber jetzt nicht machen. Ich möchte Close at Loss machen noch, das ist mein Stop Loss, wenn ich zum Beispiel 100 Euro verloren habe in dieser Position, ja, wenn ich 100 Dollar verloren habe, ich kann hier einmal den Amount einstellen oder ich kann hier auch, ich mache mal 500, ja, oder ich kann hier auch einfach einstellen den Preis, ja, dann sage ich, okay, wenn der Kurs hier die 10800 erreicht, das machen wir mal, Price Level 10008 ist über den Hoch hier, 08000. So, perfekt. Hier seht ihr auch Close at Loss und mein Close at Profit möchte ich bei der, wir machen es mal hier unten, 10200 hin. 200, so. Jetzt wird mir das Ganze, müsste mir auch angezeigt werden. Wir sehen das hier unten im Chart. Wir machen das groß. Super, passt alles. Das heißt, ich eröffne jetzt eine Live-Short-Position mit der Spekulation darauf, dass der
dass der Euro fällt. Ihr seht auch, hier 1.008 ist mein Loss bei 280 Euro. Hier unten mein Take Profit ist bei 318 Euro. Das heißt, wenn der Kurs hier runterfällt, in mein Take Profit gewinne ich 318 Euro. Wenn er mich ausstoppt, verliere ich 281 Euro. Dollar meine ich, Dollar, das Konto hier ist in Dollar. Ich klicke jetzt auf Sell und eröffne die Position. So, Position ist eröffnet. Ihr seht es hier, opened. Hier minus 10.000, Position ist eröffnet. Und ja, jetzt kann ich die Position halten. Ich kann die Position auch wieder schließen. Moment, wo sehe ich hier gerade meine Portfolio? Sehen wir hier. Hier seht ihr die Position, wie sie läuft. Stop-Loss ist drin, Take-Profit ist drin. Wenn ich das Ganze jetzt schließen will, dann klicke ich hier einfach auf Close und die Position ist weg. Ja, oder ihr lasst den Trade laufen. Ich könnte natürlich hier alles wieder verändern. Position updaten geht das hier. So, ich möchte jetzt hier closen. Schließe die Position wieder. Close mit einem Loss von 1,60 Dollar. Und das ist die Technik, wie Forex Trading funktioniert. So simpel. Wie gesagt, ich mache es da hier meistens über zu 199% über den MetaTrader. Wie das funktioniert, habe ich euch auch schon gezeigt. Und ja, welche Strategien gibt es? Wie kann ich das weiterhin lernen? Ich gebe euch jetzt noch ein paar Tipps an die Hand. Und zwar, ja, es gibt hier verschiedene Zeiteinheiten hier oben. Es gibt hier Monatschart, Wochenchart, Tageschart, 4-Stunden-Chart. Ich empfehle es jedem Beginner mit dem Tageschart, Wochenchart und Monatschart anzufangen und das dort zu traden, also längerfristig. Wenn ihr den Tageschart haben, sehen wir hier, eine Kerze geht einen Tag lang. Also es ist ein langer Zeitraum. Wenn wir den Monatschart haben, sehen wir, eine Kerze geht einen Monat lang. Ich empfehle es, startet mit dem langfristigen, weil wenn ihr startet und ihr tradet hier im 1-Minuten-Chart rum, ihr werdet verrückt als Anfänger, weil der Kurs so die ganze Zeit rumzickt und ja, sich eben sehr, sehr schnell bewegt. Deswegen empfehle ich es euch, startet mit dem Tageschart, Wochenchart, Monatschart. Hier sehen wir dann gleich den nächsten Tipp. Wenn ihr doch wirklich im Minutenchart, 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart traden wollt, tradet nicht, wenn es Wirtschaftsnachrichten gibt. Wirtschaftsnachrichten sind so Sachen wie das hier zum Beispiel. Da kam News raus, extremer Downtrend, Korrektur. Und wenn ihr dort hier irgendwie tradet, während der News sehr, sehr risikoreich, sehr hohe Volatilität, hohe Spreads zusätzlich. Und ihr könnt schnell einen Verlust machen. Also passt auf jeden Fall auf. Niemals traden, wenn der Wirtschaftskalender da ist, in kurzen Zeiteinheiten. Sehr, sehr risikoreich. Wenn ihr in Tageschart, Wochenchart, Monatscharts unterwegs seid, sind die Nachrichten nicht so relevant, dass sie gleich eure Position weghauen. Aber beim Daytrading, bei kurzfristigen Zeiteinheiten, ist das sehr wichtig. Googelt einfach Wirtschaftskalender. Ihr findet dort die News zu Forex-Märkten oder ihr sucht auch auf eurer Broker-Webseite, findet ihr auch meistens den Wirtschaftskalender dargestellt und dann könnt ihr euch vorbereiten auf die News, die kommen. Ja, es gibt in jedem Währungspaar unterschiedliche News. Kommen wir auch gleich zu den Zeiten, das, was da auch noch mit zu spielt. Zum Beispiel Australien gegen den US-Dollar. Wann wird der meistens gehandelt? Er wird nachts zu deutscher Zeit gehandelt, wenn Australian Time ist. Und nachmittags, wenn US-Dollar-Börsenhandel ist, weil es ist Amerika gegen Australien. Und da müsst ihr auch gucken, ja, wann sind die besten Zeiten zum Beispiel für kurzfristigen Handel. Und das ist immer, wenn dort die Trader aktiv sind auf den Märkten, wenn dort die Börsen geöffnet haben und nicht, wenn die Börsen geschlossen haben. Es ist nämlich keine gute Idee, den Euro gegen den US-Dollar nachts um 2 Uhr zu traden. Warum? Weil, wenn ihr das dann tradet, ich zeige es euch, hier, wenn ihr nachts hier zum Beispiel seid, hier, warte, wo ist die Uhrzeit, hier haben wir jetzt hier nachts 5 Uhr, dann habt ihr sehr, sehr wenig Volumen, sehr, sehr kleine Bewegungen, sehr, sehr irrationale Bewegungen meistens und einen, ja, manchmal auch höheren Spread, kommt auf euren Broker drauf an, aber da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr Daytrading macht, nachts zur unpassenden Uhrzeit würde ich das nicht traden. Ich habe es versucht, bringt nichts, außer wenn ihr natürlich
sagt, okay, ich warte jetzt auf den Ende des Tages, wie schließt der Markt dort mit der Kerze, kann man das natürlich traden. Es kommt auf die Strategie an, aber wenn ihr kurzfristig tradet, nicht nachts traden, wenn die Märkte halt geschlossen sind, die Aktienmärkte, wenn die Trader nicht aktiv sind, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Okay, das dazu. Dann Strategien. Welche Strategien sind sinnvoll? Wie analysiere ich das Ganze? Ich habe auch schon ein Video gemacht zur Markttechnik, technische Analyse. Ihr könnt starten, ganz, ganz simpel. Einmal auch mit gleitenden Durchschnitten. Das ist zum Beispiel ein Indikator hier, Indikator gleitender Durchschnitt. Moving Average, das ist der hier. Und da gibt es verschiedene Perioden. Ich benutze da 240, ich benutze da den 20er und ich benutze da den 60er. Wir haben in den 20er Periode haben wir einmal den Monatsdurchschnitt, da haben wir den 60er Periode, haben wir das Quartalsdurchschnitt, 240er Periode haben wir den Jahresdurchschnitt, weil es gibt ungefähr 240 Trading-Tage im Jahr und da habt ihr genau den Durchschnittspreis. Und das mache ich jetzt einfach mal hier rein. Jetzt haben wir hier ein Moving Average und wir sehen hier schon, ja, wo ist der Trend ungefähr? Hier 240er, sehr, sehr interessant. Hier zum Beispiel auch schön als Support gehalten. Hier wieder als Resistance. Ein langfristigen Moving Average für wirklich geile Trades. Wir sehen, dass hier immer wird die respektiert. Der Jahresdurchschnitt sehr, sehr aussagekräftig. Kann man nehmen. Aber ihr findet natürlich dann nicht immer hier immer Trades, die passen. Müsst ihr natürlich auf noch mehrere Faktoren achten. Ihr könnt aber damit anfangen und da mal ein Gefühl bekommen, wie sind die Trends. Und ja, dann noch zusätzlich, was sind Hochs und Tiefs? Das würde ich euch an dem mitgeben, worauf ihr achten sollt. Hochs und Tiefs. Hier, nächstes Tief. Tieferes Tiefs. Haben wir wieder hier ein Hoch. Was passiert hier? Haben wir fallende Hochs, haben wir fallende Tiefs, haben wir steigende Tiefs, haben wir steigende Hochs und darauf könnt ihr auch den Trend basiert euch analysieren. Anhand der Hochs haben wir tiefere Tiefs, tiefere Hochs und so weiter, hatte ich auch schon mal erklärt in einem Video und damit seid ihr wirklich auf einer guten Seite, das ist eine technische Analyse, in welche Richtung es gehen könnte. Wenn das dann passt vom Trend hier her, kann man sich Setups suchen mit Support und Resistance, zum Beispiel jetzt Support und Resistance ist jetzt hier, hier haben wir Support wird zur Resistance, hier einmal, wir haben hier Resistance, also hoch, 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 der Markt geht nicht weiter, wir haben hier eine Resistance, hier, zack, und der Markt fällt runter. Natürlich muss man aufs große Bild achten, aber das ist auch so eine Sache, immer schön rauszoomen aus dem Markt, schaut, wo sind die schönen V-Formen für die Hochs, wo sind die fetten Bewegungen in größeren Timeframes, wie man das hier sieht, und dann halt kann man da schön Support und Resistance handeln. Ja, so mache ich das. Und ja, das funktioniert sehr gut. Hier unten haben wir zum Beispiel wieder Support. Ihr seht es hier, der Markt prallt ab und man kann da eben Trades suchen. Ganz simpel gehalten, nicht viel irgendwas Schwieriges drinne, sondern ja, so würde ich das analysieren und so kann man damit auch starten. Ihr findet natürlich weitere Strategien auf meinem Channel oder auf meiner Webseite trainingfuranfänger.de. Das war mein Tutorial. Wir sehen uns jetzt direkt beim Outro. Bis dann. Das war mein ultimativer Guide zum Forex Trading. Du solltest jetzt wissen, was ist Forex Trading, wie fange ich damit an, welchen Broker wähle ich zum Beispiel, welche Plattform wähle ich und wie mache ich meinen ersten Trade. Ich empfehle es natürlich jedem Trader, der mit dem Währungshandel beginnen will, ja, nutz ein Demo-Konto. Das Demo-Konto ist ja mit virtuellem Guthaben, hatte ich eben auch erklärt. Und da kannst du auch mal anfangen, rum zu spekulieren, einfach kostenlos mit virtuellem Geld, ohne Risiko. Starte am besten damit als erstes. Das war mein Video zum Forex-Handel. Du weißt jetzt, Forex-Handel ist irgendwie kein Geheimnis, ist jetzt nicht besonders extrem schwierig. Der Mechanismus dahinter ist ziemlich simpel. Allerdings gibt es dort Risiken, ja, wie auch bei jedem anderen Investment. Es kommt immer darauf an, wie viel Geld investierst du, wie viel Risiko gehst du ein, ja, und das bestimmt dann eben auch deinen Profit und deinen Verlust. Ja, danke dir fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, meine Webseite zu besuchen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.